Hallo. Hallo. Ich bin der Markus. Ich bin die Nicole. Wir haben uns kennengelernt über die Schatzkiste in Wiesbaden und ein Treffen. Und das erste Gespräch war sehr gut. Und ich habe mich gefreut, dass ich jemanden kennenlerne und dass ich jetzt eine Partnerin habe. Mein Name ist Jacqueline André und ich vermittle nicht nur, sondern ich berate, ich begleite auch noch die Personen, die genau in der Schatzkiste angemeldet sind. Die Schatzkiste ist in erster Linie eine Partnerschaftsvermittlung für Menschen mit Beeinträchtigung. Wir nehmen alle Personen auf, die eine Beeinträchtigung haben, aber es ist so, dass wir hauptsächlich Personen mit einer geistigen, also mit einer kognitiven Beeinträchtigung, mit einer Lernbehinderung aufnehmen. Wie läuft es denn sonst? Hoch und runter? Ja, hoch und runter. Okay. Im Moment ist es gut? Ja. Und wie sagen Sie auch gut? Gut. Okay, gut, das freut mich. Ja. Der Markus hat eine kognitive Beeinträchtigung, ist aber eigentlich sehr fit. Und die Nicole hat eher eine psychische Erkrankung. Und da ist es einfach so, dass jemand, der oder gerade Markus mit der psychischen Erkrankung oft nicht gut klarkommt. Und die beiden dann hierher kommen und wir ganz oft auf dem Flipchart dann aufschreiben, ne, dass, was ist denn positiv an dem anderen, was ist negativ, was kann man überhaupt verändern? Hier. Nein, genau. Ja, für hier. Ja, für den Backen. Ja. Muss mit? Ja, natürlich. Und wenn irgendwas sein sollte, ja, dann okay. Meldet euch an. Ja. Ja, okay. Alles klar. Dann sehen wir uns. Ja. Macht's gut, ne? Warum ist es denn so toll, dass ihr euch gefunden habt, dass ihr zusammen seid? Und damit wir nicht mehr alleine sind. Das war jetzt eine einfache Frage für mich. Wie ging's dir denn davor, als du alleine warst? Scheiße. Langweilig. Viel geweint. Einsamkeit. Ja. Jetzt ist es besser. Ja. Bei mir ist es genauso. Ich habe mich auch erst einsam gefühlt und war froh, dass ich eine Partnerin gehabt habe. Und wir sind dann auch überall hingegangen zusammen. Alleine hat es keinen Bock gemacht. Ich war nur ständig zu Hause. Und dann, wie ich die Nicole kennengelernt habe, bin ich auch immer regelmäßig mit ihr in die Stadt. Oder mal ein Eis essen gegangen oder mal in das Restaurant gegangen. Aber alleine gehe ich nirgendwo hin. Aber mit einer Partnerin ist viel besser. Und ich bin froh, dass es so eine Schatzkiste gibt und dass man glücklich ist, dass man eine Partnerin hat.